1954 präsentierte Mercedes-Benz auf der Internationalen Motorshow in New York den 300 SL, werksintern auch W198 genannt. Aufgrund der Rennerfolge, die Mercedes mit dem Rennsportwagen W194 erzielt hatte, war der Ruf nach einem Mercedes-Sportwagen groß. Der 300 SL begann schließlich im August 1954 in Sindelfingen. Der Preis lag bei damals enormen 29.000 D-Mark. Steht für ein Zehntel des Hubraums in Zehntel gemessen, denn mit seinen 2996 Kubik, dem reinen Sechszylindermotor und 215 PS bei 5800 Umdrehungen bringt es der Flügeltüre auf beachtliche 260 km pro Stunde. Seine Beschleunigung von 0 auf 100 liegt bei 10 Sekunden. Damit der Motor unter der flach gehaltenen Haube Platz fand, musste er um 45 Grad seitlich geneigt werden. Auch dies war eine Novität der Serienproduktion. Dieses elegante Sportcoupé mit den legendären Flügeltüren basiert auf einem extrem verbindungssteifen Gitterrohrrahmen, der weit bis über die Flanken reicht. Dies ist der Grund, weshalb keine herkömmlichen Türen eingesetzt werden konnten und die auffälligen Flügeltüren zum Einsatz kamen. Im englischen Sprachbereich wird das 300 SL Coupé daher auch Gullwing genannt. Der Gitterrohrrahmen im Serienwagen wiegt nur 82 Kilo. Der Innenraum des 300 SL ist übersichtlich. Drehzahlmesser und Tacho liegen im Hauptblickfeld des Fahrers. Um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, lässt sich das Lenkrad in der vollen Umdrehung wegklappen. Von den 300 SL Coupés wurden in dem Produktionszeitraum zwischen 1954 und 1957 nur 1400 Exemplare gebaut. Heute gilt der Flügeltürer als Ikone der deutschen Automobilgeschichte. Im März 1975 stellte Mercedes den 300 SL als Roadster-Version vor. Der amerikanische Markt hatte Vollspannung auf dieses Fahrzeug gewartet. Erreichte der 300 SL Roadster nie den Kultstatus seines Vorgängers, aber im Hinblick auf Alltagstauglichkeit und Spaßfaktor ist er für viele Oldtimer-Fans heute die bessere Wahl. In Form und Schönheit sind beide Modelle perfekt und erhielten 1999 von einer internationalen Jury den Titel Sportwagen des Jahrhunderts. Steht für ein Zehntel des Hubraums im Zehntel gemessen. Denn mit seinen 2996 Kubik, dem reinen Sechszylindermotor und 215 PS bei 5800 Umdrehungen in der Minute bringt es der Mercedes 300 SL auf beachtliche 260 km pro Stunde. Seine Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde liegt bei 10 Sekunden. Insgesamt wurden 2316 Mercedes 300 SL Roadster gebaut, genau 458 Exemplare mehr als vom großen Bruder, dem 300 SL.